So, einmal herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir haben heute was ganz, ganz Spezielles für euch. Ich habe heute Besuch von einem ganz speziellen Gast und sie will Gewicht verlieren, beziehungsweise hat schon in der Vergangenheit enorm viel Gewicht verloren. Jetzt geht es darum, den nächsten entscheidenden Schritt zu machen. Für mich auch was ganz, ganz Neues. Und zwar möchte sie auf die Bühne. Also sie will wirklich Bühnenluft schnuppern, volles Programm mit anmalen, das Posing üben, die ganze Diät durchziehen. Und so wie ich sie kennengelernt habe, ist sie extrem, extrem willensstark. Ihr werdet jetzt ein bisschen was über sie herausfinden. Sie wird sich ein bisschen vorstellen. Wir machen heute ein Beintraining zusammen. Ich will gar nicht so viel verraten. Sehr, sehr interessante Person. Guckt auf jeden Fall mal rein. Ich verlinke unten mal ihr Instagram-Profil. Dann könnt ihr da den Weg verfolgen. Mit Sicherheit ein enorm spannendes Thema für ganz, ganz viele von euch. Gibt viel, viel Hoffnung, viel Motivation. Also ich habe selten sowas Motivierendes, auch für mich persönlich, nicht gesehen. Es gibt nicht viele Menschen, die so einen eisernen Willen über eine ewig lange Zeit durchziehen. Jetzt schon genug geredet, viel Spaß und los geht's. Hallo, ich bin Nicole, bin 42 Jahre alt, komme aus Hattingen und war mein halbes Leben lang übergewichtig. Vor gut 4 Jahren, also 2016, war ich an einem Punkt, wo nicht nur gesundheitlich und auch die Psyche so derbst weit unten war, dass man mir eigentlich nur noch zu einem Magenband geraten hat. Für mich war das nicht das Urproblem, sondern mehr der Kopf und die ganzen Gewohnheiten und Verhaltensweisen. Also bin ich irgendwann nochmal mit meinem Mann an das Ganze erneut dran nach sämtlichen Diätversuchen und dann nahm das irgendwann seinen Lauf. Die Erfolge anfangs waren toll und irgendwann merkte ich, es geht aber nicht ohne Sport, sonst hängt das noch mehr, als es eh schon hängen wird. Und so bin ich eigentlich zum Bodybuilding gekommen. Ich habe mir dann ein Studio gesucht mit meinem Mann zusammen und habe mir dann etwas Zeit genommen, gewisse Trainingstechniken zu lernen, habe mir Ernährungspläne geben lassen und irgendwann waren dann auch 56 Kilo runter. Wie das aber auch so ist, so sehr man das Eisen bewegt und auch stets bemüht ist, es hängt. Ne? Wenn man mit einem Ausgangsgewicht von 145 Kilo ins Rennen schießt, kann man nicht davon ausgehen, dass irgendwann alles so perfekt und reibungslos über die Bühne geht. Also wurde im Herbst 2018 zum ersten die Bauchdecke gestrafft. Ja, irgendwann nach 3 Monaten bin ich wieder eingestiegen und natürlich mittlerweile auch gesund. Ich habe solche chronischen Sachen wie Diabetes, Bluthochdruck, Schilddrüsenprobleme, alle irgendwie auch mit der Abnahme auf der Strecke gelassen. Habe ich erneut angegriffen, auch wieder mit Coach damals, der gesagt hat, wir gehen jetzt gezielt auf den Muskelaufbau und habe dementsprechend auch wieder gut 6 Kilo drauf. Gute 6 Kilo, die mich natürlich in eine neue Form gebracht haben. Und ich muss sagen, der Sport an sich gibt mir das, was ich früher mit Essen kompensiert habe. Ich habe früher, wenn ich Stresssituationen hatte, unglücklich war, Dinge, die im Alltag passieren, privat, habe ich mit Essen halt gestillt. Danach ging es mir gut, die Probleme blieben und es wurden eigentlich noch mehr. Heute ist etwas, wenn mich etwas stört, gehe ich in den Gym und versuche so weit an meine Grenze zu gehen, damit der Kopf danach wieder frei ist. Also der Sport hat mir, was das Psychische angeht, auch unheimlich gut getan und gehört auch mittlerweile zu meinem Lebensinhalt. Ja, jetzt habe ich das Ziel. Ich würde ganz gerne Bühnenathletin werden und freue mich natürlich, dass ich Mike kennengelernt habe, der irgendwann im Dezember 2019 einen Aufruf in seiner Story hatte, dass er eine Frau sucht, die gerne noch abnehmen möchte. Und mein Mann sagte: Mensch, Nicole, das ist genau das Richtige für dich. Wir haben jetzt schon ein paar Monate zusammengearbeitet und sicher, die Waage wollte nicht so wie ich. Aber die Umfänge sind weiter runtergegangen. Ich habe ein ganz, ganz tolles Körpergefühl, auch darüber hinaus wieder gewonnen. Und freue mich, auch weitere Wege zu gehen. Ja, mein Ziel im Herbst, weitere Operationen wie Gesäß-Oberschenkel. Da ist jetzt noch ein Überschuss, den ich leider nicht auf normalem Wege ausgleichen kann, halt Muskelaufbau. Das heißt, ich müsste laut Chirurgin 15 bis 20 Zentimeter Muskelaufbau schaffen, um das zu straffen. Das wäre eine arge Herausforderung, also werden wir das machen lassen und danach geht es dann in den gescheiten neuen Aufbau und dann soll mein Traum irgendwann mal einmal das Entgegengesetzte zu präsentieren wahr werden. Ich als Bühnenmädchen. So, wie fühlt sich ein Mensch mit 145 Kilo? Ich muss sagen, die waren ja nicht schlagartig da. Das hat sich über Jahre lang
ja, langen Versuchen von Crash-Diäten, immer wieder erneuten Versuchen, so ja, gestaffelt. Ne? Es waren 10 Kilo runter, 15 Kilo drauf. Es waren Sachen durch gesundheitliche Dinge, auch Medikamente, die man dann auch mit naivem Denken dann auch einfach kompensiert hat und die dann auch nochmal aufgeschwemmt haben. Ich habe jahrelang auch Cortison genommen für irgendwelche Allergien und sonstige Dinge, wo ich heute einfach sage, es ist nicht. Als Mensch, ich sag mal, jenseits der 120 Kilo ist es wirklich schon problematisch, auch durch die Welt zu ziehen. Ich habe immer im Einzelhandel gearbeitet, also auch immer mit Kunden zu tun. Man hat abwertende Blicke, man kommt dumme Bemerkungen. Ich kenne das sogar auch, dass man den Job verliert, weil man optisch einfach nicht mehr ins Unternehmen gepasst hat. Dinge, die natürlich on top auf einem lasten, weil ich kann ganz wertfrei sagen, ich habe mich nie wohlgefühlt. Ich habe mich gehasst, aber ich habe mich über das Ganze hinaus einfach verloren. Anstatt was Grundlegendes zu ändern, vielleicht auch viel eher mal einen Coach dazu zu nehmen, habe ich einfach weitergegessen. Man kann ja vieles auch in schicken, weiten Sachen vertuschen. Ich habe mich dann irgendwann wirklich auf mein Gesicht, was ja jeder macht, oh, das ist ganz nett und ganz hübsch, habe mich darauf reduziert, habe mir alle 4-5 Wochen eine neue Haarfarbe gegönnt, einen neuen Haarschnitt und ich wurde wieder wahrgenommen. Ja, also man muss mir überlegen, auf was ich mich runter reduziert habe, auf einen Haarschnitt und eine Haarfarbe. Heute werde ich im Ganzen wahrgenommen aufgrund einer Leistung. Ich bin wieder fraulich, ich fühle mich sexy, erst einmal nach Jahren. Das war dieses Gefühl, was man früher verhüllt hat. Ne? Viele kennen das vielleicht auch, Freibäder, wo die Frauen in ihren Badeanzügen mit T-Shirt und Handtuch über den Knien auf ihren Decken sitzen. So eine war ich. Mein Mann musste dann mit unserem Kind teilweise im Planschbecken spielen gehen, weil ich mich geschämt habe. Ich habe mich nie wohl gefühlt. Heute bin ich die Erste, die aufsteht, auch im Bikini und sagt, so, ab ins Wasser, wo ist der Spaß, ne? Und die Leute sind einfach auch unfair draußen. Egal, was du machst, was du auch tust, wie du aussiehst, wie du dich kleidest, hast du einen dicken Arsch mitgezählt, hast du einen kleinen Arsch mitgezählt, also ich prinzipiell glaube eh, dass jeder Mensch gut ist, so wie er ist, aber als dicker Mensch fühlt man sich nicht wohl und man wird auch vom Umfeld arg gedisst und diskriminiert und daher habe ich den Weg, den ich eingeschlagen habe, zu mehr Selbstbewusstsein auch über diesen Sport genau richtig eingeschlagen. Und ich kann auch jedem nur dazu raten, der übergewichtig ist, sich solchen Menschen aus der Szene, aus dieser Bodybuilder-Szene mal anzunehmen, um ein gesundes Essverhalten sich anzutrainieren, mit Sport einen gesunden Ausgleich zu finden, auch ein Ventil für sich zu finden, um mit sich langfristig in Einklang zu kommen. Das geht nicht von heute auf morgen. Das, was wir gerne hätten, dass das Problem in 30 Tagen gelöst ist, was über so viele Jahre, auch wie bei mir, über 25 Jahre rantrainiert worden ist, das geht nicht innerhalb von 1-2 Jahren weg. Ich würde fast behaupten, heute nach 4 Jahren bin ich so weit, dass ich das mit dem Essen ganz gut abhandeln kann. Ich weiß, wie ich trainieren muss, aber ich sehe auch immer noch die Arbeit an mir, wo ich einfach auch Hilfe brauche. Und da bin ich dankbar, dass es so tolle Menschen gibt, wie auch den Mike, der sich so Leute wie mir annimmt und mir auch Chancen einräumt. Daher sucht euch Coaches aus eurem Umkreis oder auch ein bisschen weiter weg. Ich weiß einfach, wie dicke Frauen oder dicke Menschen ticken und fühlen. Nein, und das ist ja auch das Manko bei vielen Coaches. Die wollen sich dem ja gar nicht annehmen, wie dicke Menschen sich fühlen. Die sehen einfach nur das Produkt an sich, 6-Wochen-Programm. Ich habe Geld in der Tasche und danach, ja, da kommt dann wieder der Rückfall des Ganzen und bis zum nächsten Produkt und fangen wir aufs Neue an. Und die Kandidatin war ich mit sämtlichen Versuchen. 28, irgendwann habe ich aufgehört zu zählen und ich bin ja froh, dass es heute ganz gut geklappt hat bis hierhin und jetzt möchte ich halt ein Bühnenmädchen werden.
aushebst, nicht beeindrucken lassen. Das fühlt sich im ersten Moment kurz schwer an. Sobald du es erstmal gebeugt hast, dann geht's. Okay, wir machen 8 Wiederholungen. Kurz Pause, 5 Sekunden. Und dann nochmal 2. Das heißt, du bleibst stehen, atmest tief durch, atmest die Säure ab und dann nochmal noch 2. Alright? Hier, lang. Dem haben wir das gut gemacht. Ja. Hat sie gekämpft, gell? Zerstörung. Unstoppable, ja, ne? Wie immer. Unstoppable. Das hier. Das wird alles abgesaugt. Hier. Das heißt, die Narbe, die geht irgendwann hier, die verschwindet ganz. Das wird abgesaugt. Das kommt alles. Krass. Hier. Bis hier unten. Die Narbe wird hier hochgehen. Hier. Das heißt, das wird. Ne? Also, da hat sich echt gut was getan. Oder wenn ich auch sehe, so die Teilung. Auch an den Armen. Oh. Muss nicht weinen. Das Beintraining ist doch vorbei. Nein, das ist. Ja, ich kenne das nicht. Ich kann ja jetzt schon mal Danke sagen. Auch für das Vertrauen. Also kämpfen werde ich, auf jeden Fall nicht enttäuschen, ne? Und ich mich selber natürlich auch nicht. Bin ich mir sicher, dass du das nicht tust. Ich mache mal irgendwann weniger, dann strahle ich nur noch. Scheint mir nur die Sonne aus dem Arsch. Ne?